Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Das hier ist ein Zusammenschnitt aus dem letzten Livestream. Viel Spaß mit dem Video. Kann ich bitte einen Werwolf haben, please? Nein. Wenn du so nett fragst, Mythic, du warst, glaube ich, auch im letzten Stream dabei. Und auf Discord warst du, glaube ich, auch, ne? Du hast deine Trades aber auf Friends Only. Die musst du noch auf öffentlich stellen. Wer sonst noch? Wer möchte noch was haben? Habe Trades angemacht, weil gerade ging es ja nicht. Fabio, habe ich dir nicht eben was gegeben? Ist ja auch egal. Du kriegst jetzt noch ein Rainbow Bed. Wir bleiben erstmal ein bisschen weiter oben, weil Mythic wollte ja noch was haben. Und ich hoffe, Mythic hat seine Trades jetzt angestellt. Jo, du wolltest Werwolf, ne? Klar, dann kriegst du auch deinen Werwolf. Wo ist der denn? Hier, kriegst du noch einen Rainbow-Werwolf. Bitte sehr. Undankbares Pack gibt nicht mal was zurück. Ich habe gerade 3 Mythicals gezogen. Ja, es ist so krass manchmal. Einer dieser Verrückten möchte jetzt auch noch ein Pet, aber du kriegst von mir, sagen wir, 2 hiervon. Und warte, noch nicht. Den Ducky Magician, weil den will ich nicht mehr haben. 4. Mythical. Es ist so krass, ich weiß. Please Pet hat auch noch Brian geschrieben. Dann kommt Brian als nächster dran. 5. Jetzt, wie schnell ziehst du Herz. Die? Mein Herz. Ich habe für 5 Mythicals auch richtig lange gebraucht. Ich habe ja eine Stunde lang Ex geöffnet und hatte am Ende so 20 oder so. Ich bin einfach ein Glücksjunge. Maxi5Fan schreibt, kann ich einen Axolotl haben? Nee, davon habe ich nur noch einen. Please Pet schreibt irgendwer. Okay, dann kriegt irgendwer auch noch einen Please Pet. Bitte sehr. Ich muss 22 Sekunden warten. Nee, dann nicht. Ich meine, was habe ich denn noch für Pets? Ich habe den Blurred Axolotl behalte ich im Team, weil der ist ja tatsächlich ein bisschen besser als die Werwölfe hier. Was habe ich noch, was ich weggeben kann? Hier unten könnte ich einige Sachen weggeben. Ich könnte theoretisch die ganzen Empyrean Dragons weggeben, falls sie jemand möchte. Die ganzen Empyrean Dark Matter Pets kann ich an sich alle hergeben. Bitte neuer Server. Yo, ich werde auch gleich den Server wechseln. Ich werde jetzt noch einmal bei Dings das versuchen, weil eben waren da noch 22 Sekunden, die ich warten musste. Jetzt sind die 22 Sekunden rum. Das heißt, du kriegst von mir natürlich auch noch ein Vampire Bed Pet. Kennt man. Der Traveling Merchant ist da. Soll ich mal gucken, ob ich mir da jetzt was leisten kann? Ich habe ja doch jetzt ein bisschen Diamonds gefarmt. Schauen wir mal beim Traveling Merchant vorbei. Wie viele Diamonds hast du? 20 Millionen. Das reicht vielleicht für ein schlechtes Pet von ihm. Nee, es reicht nicht ganz. Ich bräuchte 26 Millionen für ein Ghoul Horse. Ist das gut? Ghoul Horse ist das Mythical. Achso. Tja, also ich hätte da noch 11 Millionen Gems, also. Tja, leider. Vorbei. Kein Traveling Merchant. Könnte ich ein Pet haben? Flying Julian. Klar, Flying Julian, wenn du deine Trades nicht auf Friends Only hast, so wie Flying Simon, dann kannst du von mir sogar 2 Pets haben und 2 Vampire Bats und Rainbow. Soll ich mal 3 Rainbow Rare Wolves fusen? Ja, mach mal. Okay. Du traust dich sowieso nicht. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit Flying Simon. Mythical kriegst du von mir nicht, aber du kannst von mir ein Vampire Bat haben. Es ist so schön, wenn die Leute in den Chat Please Pet schreiben. Man weiß direkt, was sie wollen. Man weiß direkt, man hat es mit einem Mann zu tun. Darf ich einen Rainbow Werwolf haben? Flying Simon. Nein. Louis hat Nein gesagt. Okay, dann nicht. Ich wollte Ja sagen, aber eben nicht. Dann kriegst du halt keinen Werwolf. Stell dir vor. Habe gerade Ghoul Horse verkauft für 5 Millionen Gems. Hat es sich gelohnt? Nein. Weil du kriegst den Ghoul Horse beim Merchant für 26 Millionen. Deswegen tippe ich mal auf Nein und ich habe gerade gar nicht so oft Q gedrückt. Was war denn das, Pet Simulator? Ich hätte gern einen. Ja, ich weiß, dass du gern eins hättest. Wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Super Gamer. So, und eine Sekunde muss ich noch warten. Und du kriegst von mir dann auch noch ein Rainbow Vampire Bed. Und ich glaube, sonst hat es niemand reingeschafft. Okay, 2 Leute sind jetzt reingekommen. White Preston und Adri. Aber niemand von den neu gejointen Leuten hat was geschrieben. Doch Ninja hat was geschrieben. Ja, es funktioniert. Ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Augenblick. Ninja, du bist Doggo. Hast du dich gerade umbenannt? Das machen Leute. Ja, ich find's halt schlimm, dass inzwischen überall der Display-Name genutzt wird. Weil so ist es leichter, halt seine Identität zu verstecken. Man sieht das halt wirklich nur noch in der Liste. Na gut, dann werde ich jetzt einfach mal wieder den Server wechseln. Boah, das ist halt wirklich, also das mit diesem Halloween-Update, das ist ja ultra krasses exponentielles Wachstum einfach, ne? Mhm. Jedes Mal. So, wir gehen jetzt wieder auf diesen Server und hoffentlich schaffen es jetzt neue Leute mir nachzujoinen. Justin, du kriegst jetzt von mir auch nochmal was. Du kriegst von mir so einen Werwolf. Ich danke dir, ich danke mir auch. Findest du lustig, wa? Jo. Danke, bitte. So. Da noch irgendjemand mit einem Spam-Namen möchte ein Pet? Natürlich kriegen diese Leute auch Pets bei mir. Du kriegst bei mir aber einen Blurred Bear in Dark Matter. Hey, Dark Matter Pet, cool, oder? Der instant angenommen hat. Vielleicht ist das so ein Please Pet-Bot. Ich meine, das kann man doch bestimmt auch programmieren.
Schreibt please Pat in den Chat regelmäßig, wenn er eine Anfrage bekommt, egal was reingelegt wird, direkt auf Bestätigen drücken. Also rein theoretisch kann man das wirklich gut umsetzen. Ja. Aber ich kann mir mal vorstellen, wie nervig das ist, wenn die ganze so ein Ding nachschaut. Oder so Giveaway-Streams so nachschauen die ganze Zeit. AliEx, guck mal jetzt nochmal, du hast deine Trades immer noch auf Friends Only. Von Digga, ich schick dir keine Anfrage mehr. Du schreibst die ganze Zeit Pat please, aber mehr nicht. Moin Conny, hast du Offer für Rainbow Ghoul Horse und kann ich dir was schenken? Nein und nein. Bekomme ich ein Pad? Roblox ist Call 123, natürlich. Roblox ist Call 123, immer auf deiner Seite gewesen, Bruder. Du bekommst von mir ein Vampire-Bed und ein Darkmat Blurred Bear. Ich mag die Blurred Pads eigentlich. Die sehen cool aus. So, jetzt gucken wir nochmal. Wer wollte nochmal ein Pad? Ich weiß es nicht mehr, weil die schon wieder so viel reingeschrieben haben. Was, Halle Bruder mein? War der das? Ich schwöre, dem habe ich schon was gegeben. Ich gebe ihm was Schlechtes. Du kriegst einen Rare Wolf. Weil es war doch irgendwie Roblox ist Call, oder nicht? Oder? Hey Freunde, also aus irgendeinem Grund ist meine Zunge angeschwollen. Bitte echt? Was? Ernsthaft? Und, jetzt haben wir ein paar Oreos besorgt. Okay, war die jetzt real? Du bist jetzt ernsthaft? Hm? Wirklich? Ja. Ich hab gerade was getrunken, Luis, das hättest du nicht sagen sollen. Du hast komplett ausgespuckt. Darauf erstmal donaten. Leute, lasst ein Like und ein Donate. Genau. So, please, Pat. Hört auf, please, Pat zu schreiben, sonst gebe ich euch keine Pets mehr. Ihr müsst sagen, ich will kein Pet. Dann schreiben sie, ich will kein Pet. Und ich so, okay, wenn ihr keine Pets wollt. Endlich bin in deinem Server, war noch nie in deinem Server. Minako, gucken wir mal nach. Friends only, du musst deine Trades noch anmachen. FF1338, dich hatten wir auch schon. Dich hatten wir auch schon. Maxify07, dich hatten wir vielleicht. Wir hatten auf jeden Fall einen Maxify-Fan. Aber wir wollen dir ja nichts unterstellen, deswegen kriegst du von mir auch eine Vampire-Bit. Er ist so ein Süßer. Also ich werde jetzt mal wohl das FBI anrufen gehen. Ja. Warte, ist deine Zunge wieder abgeschwollen? Ja, ich habe ein bisschen übertrieben, aber die ist halt nicht wirklich angeschwollen. Louis, ich hab dir gesagt, deine Zunge ist nicht gesund. Die hat überall Löcher. Ich muss ja aber schon ein bisschen aber so nach hinten ziehen, dann geht alles gut. Warum ist die jetzt angeschwollen? Na gut, wenn weiß, du kein Pad willst. Weißt du, die ist voll am Brennen. Aber ich esse gerade. Und zwar KitKat mit Peanut Butter. Du brauchst mir jetzt keinen Rainbow Grim Reaper geben, Bro. Ich wette, er schreibt gleich irgendwas. Ich will auch keine zwei. Oh, warte. Es gibt meinetwegen. Ja das Pet-Simulator-Update, ne? Ja, und das Pet-Simulator-Update ist geil. Es ist brutal, okay. Daniel. Es ist brutal. Warte, Daniel. Daniel, komm mal in meine Lobby, okay? Oh, du bist nein, mega rich geworden. Über. Ja, ich weiß, das Update gibt jedem die Chance, rich zu werden. Jeden, der schon ein bisschen rich war. Jetzt. Ja, also du musst halt schon rich gewesen sein. Um rich aber ja. Dadurch wirst du jetzt mega rich. Genau. Was denn überhaupt? So Leute, und das reicht dann auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Louis und Crafter. Das war's und ciao!